Nun, euer Ehren. Ein selten schöner Tag, Gelle. Ganz und gar nicht. Und ich würde das als Gefallen betrachten, wenn Sie mich nicht auch noch fragen, wie der Flug war. Na schön, dann lassen wir dies aus. Wie war der Flug? Ganz fürchterlich. Ist es denn? Na, nun bin ich ja bei Ihnen. Hier was zur Erheiterung. Sehen Sie sich die an. Das sind 7 Strafzettel, die ich gekriegt habe, als ich auf Sie warten durfte. Dagegen lässt sich kaum was machen. Es war leider verboten, das Flugzeug in der Luft zu verlassen. Das ist die einzige Kontaktmöglichkeit. Der ist so ausgekocht wie das Huhn, das es gestern bei dir gab. Entschuldigen Sie bitte, Lord Sinclair? Mhm, der hier an der Tränke steht. Wir kennen uns noch das nicht. Das ändert sich. Crane, Thaddeus Crane. Oh, Thaddeus Crane, wie ist das werte Befinden? Sie kennen mich also? Wer kennt Sie nicht? Sie haben einen guten Ruf als Sammler. Das ehrt mich. Ist hier irgendetwas Spezielles, das Sie interessiert? Nein, ich glaube kaum. Ich will nur meine Augen etwas verwöhnen. Ja, die Augen brauchen sowas. Von time to time. Könnten wir in irgendeine Ecke gehen, wo wir in Ruhe reden können? Och, ja, natürlich. Später beim Freibier vielleicht. Oh, dort drüben rauscht gerade eine liebe Freundin von mir herein. Natürlich. Entschuldigen Sie mich bitte vielmals. Nein, was für ein Zufall aber auch. Gnädigste. Entschuldigen Sie bitte, Sinclair. Wenig. Ziehen Sie mal das Gesicht ein. 230. Ah. 25 sind geboten. Wollen Sie 26 sagen, Sir? Meine Wenigkeit? Das Gebot liegt bei 25, Sir. Sehr schön. 30. 30 sind geboten. Mit den geraden Zahlen wird es für die Buchführung einfacher. Ich habe 30, Ladies and Gentlemen. Höre ich nichts weiter? Hier sind 30.000 geboten. Für dieses sehr seltene Stück. Zum Ersten, zum Zweiten... Zum Dritten. Darf ich um Ihren Namen bitten, Sir? Der ist Sinclair. Lord Brad Sinclair. Diese lästigen Einzelheiten. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Ja, Sie mich ebenfalls. Sie müssen sich ja zutiefst für Ägyptologie interessieren. Na, wesentlich tiefer, als Sie denken. Immerhin 30.000 für eine Mumie, das ist ein stolzer Preis. Die Mumie im Haus treibt den Geist hinaus. Nach Goethe. 780? Lord Sinclair. Na, wenn das nicht der Meister Crane ist... Wie ich höre, haben Sie etwas ersteigert. Ja, habe ich. Etwas fürs Schlafzimmer. So, ich interessiere mich ebenfalls für das alte Ägypten. Vielleicht könnten wir ein wenig darüber plaudern. Würde ich schrecklich gern, aber ich muss noch zum Friseur. Brad? Das ist meine Friseuse. Dann leg mir mal die Welle. Daniel! Also, Danny, du kannst einen aber auch erschrecken. Entschuldigung, wie nett, dein Ponem wieder mal zu sehen. Du sollst, als ob ich du wäre. Du hast ja eine fabelhafte Tapete an, selbst gestrichen. Oh, Crane, nett, Sie zu sehen. Das ist ein lieber Freund, Daniel Wilde, ein übler Ölmulti aus New York. Ich bin richtig ein wenig stolz, Sie zu sehen, Sir. Für ihn ist Geld bedrucktes Papier. Jetzt sind Sie dran. Einen warmen... Wie geht es Ihnen? Vielen Dank der Nachfrage. Ich fühle mich heute wie neugeboren. Ehrlich? Würden Sie uns gütigst entschuldigen? Komm mal, der Nikolaus ruft. Was stellst du dir eigentlich vor, Karl Erwin, den Verschleimten? Könnte ich schon, ich bin königlichen Geblüts. Aber lieber Lord Sinclair, ich habe sie überall gesucht. Oh, herzinniglich willkommen, nur lass das alberne Gehabe. Ich hab den Film los. Und was machen wir jetzt als Nächstes? Ohne den Film können wir gar nichts machen und den haben sie weggeworfen. Nun hör sich einer das Mädel an. Was ich weggeworfen habe, war meine Knoblauch-Nuss-Schokolade. Hier ist der Flim. Oh nein, das ist ja die Schokolade. Da muss ich doch mal was schweifen lassen. Vielleicht sogar den Blick. Mein, ist das hier. Er muss ja hier irgendwo rumliegen. Ich sehe da überhaupt kein Problem. In 14 Tagen bis 6 Wochen haben wir den sicher.